Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde und andere Leute. Heute haben wir uns hier versammelt, um eine weitere animierte Geschichte zu schauen. Und zwar meine Mutter erlaubt mir alles. Meine Mutter hat mir nicht alles erlaubt. Mein Vater hat mir noch weniger erlaubt. Also gut, das lag halt auch ein bisschen dran, dass ich irgendwo in einem Kaff gewohnt habe. Und da war halt nicht viel. Und wenn man da irgendwie abends weggehen wollte, war es so, ha, jokes on you, der letzte Bus fährt um 9. Und dann kommt nichts mehr zurück. War das weniger die Schuld meiner Eltern und mehr die Schuld der Busfahrer rückblickend. Aber wie wird es sein, wenn die Mutter dir alles erlaubt? Das finden wir heute heraus. Anfangen, bevor wir anfangen, nicht vergessen, diesen Kanal zu abonnieren, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst. Und wenn ihr jetzt kommentiert, habt ihr eine Chance, im nächsten Video als Top-Kommentar ganz am Ende eingeblendet zu werden. Also bleibt auch dran bis zum Ende, um zu schauen, ob ihr aus dem letzten Video genommen wurdet. Und dann würde ich sagen, let's go! Hallo, heute erzähle ich euch meine Geschichte. Okay. Ich war 8 Jahre alt, als ich die Treppe hinunterfiel. Ich bin direkt auf der Brust gelandet und bekam auch eine Gehirnerschütterung. Ich war sehr nervös. Was, wenn jetzt meine Brüste nicht mehr wachsen würden? Darüber die Jungs machst würden du dir nicht Sorgen? Mal mehr in mit meine acht? Richtung. Mit 8 denkst du, Jungs sind eklig. Das ist ein Fakt. Erfahrung, weil ich mit 8 dachte, Jungs sind eklig. Ich war mehrere Wochen im Krankenhaus. Dann wurde ich entlassen und das Leben ging weiter. Okay. Bis ich genau 15 Jahre alt war. Davon 8 bis 13 Jahren konnte ich manchmal Schmerzen im Brustbereich spüren, aber hab nicht drauf geachtet. Und mit 13 bekam ich leider Brustkrebs. Warte, von wahrscheinlich Sturz wusste ich einfach nicht, wie ernst die Lage war. Ich kaufte mir sogar das ein Krebsstofftier. Ich kuschelte damit jedes Mal. Ich war gerade so, was ist ein Krebsstofftier? Sie meint das, also das Tier, der Krebs. Krab, krab. Wild, okay. Beim Schlafen gehen. Aber als ich 15 wurde, wurden die Schmerzen schlimmer. Ich wurde operiert und erkannte, wie ernst die Lage wirklich war. Ja. Von meiner Brust war nichts mehr übrig. Krebs ist auch keine gute Sache. Und dann sagte man mir, dass ich nicht mehr lange zu leben hätte. Was? Oder zumindest nicht mehr als ein paar Jahre. Okay, halt, stopp. Mit 13 haben sie erkannt, dass sie Krebs hat. Sie hat scheinbar Krebs gekriegt, dadurch, dass sie hingefallen ist. Hingefallen. Dadurch kriegt man keinen Krebs. Sie haben es entdeckt mit 13, aber mit 15 wurde sie erst operiert. Und dann sagen sie, ja schade, in den 2 Jahren, wo wir nichts gemacht haben, hat sich der Krebs so sehr verteilt, dass du jetzt stirbst. Was? Währenddessen machte ich eine intensive Therapie. Manchmal ging ich, unglaublich aber wahr, zur Schule. Ich hasste die Schule noch mehr als meinen Krebs. Die Lehrer, meine Mutter und alle außer den Ärzten hofften, dass ich wieder gesund werden würde. Aber im Unterricht wurde ich nicht gezwungen zu schreiben oder im Grunde genommen irgendetwas zu tun. Ja, wer zwingt die Krebskranke irgendwas zu tun? Ich saß nur da oder lag auf meinem Schreibtisch oder schlief sogar. Manchmal hörte ich mit Kopfhörern Musik. Das war wohl die angenehmste Sache in meinem Leben. Und jetzt, da ich 16 Jahre alt geworden bin, haben mir die Ärzte die schlechteste Prognose gestellt. In diesem Alter wurde mir klar, dass es so viele schöne Dinge auf der Welt gibt, die ich niemals ausprobieren oder sehen könnte. Okay. Ich war überwältigt und weinte die ganze Zeit. Ich war keine ausgezeichnete Schülerin, aber ich war auch kein schlechtes Mädchen. Ich tat einfach alles, was von mir verlangt wurde. Dann realisierte ich, wie sehr ich mich selbst von allem abgehalten hatte. Ich hatte nie den Unterricht geschwänzt, nur um meine Eltern nicht zu verärgern. Fahr zur Hölle! Ich hatte noch nie Alkohol probiert. Und meine Klassenkameraden kannten den Geschmack schon mit 14. Ich hatte... Aber warum? Also... Okay, du bist traurig darüber, dass du nicht ein rebelliöser Teenager warst. Angst, nicht richtig? Den Jungs zu öffnen. Angst, dass sie mich benutzten. Am nächsten Tag beschloss ich, ein Tagebuch zu führen, in dem ich alles aufschrieb, was ich vor meinem Tod noch tun wollte. Es war eine kurze Liste, aber von guter Qualität. Okay, von diesem Tag an begann ich mein neues Leben und meine Geschichte. Ist das gute Qualität? Highschool abbrechen? Was du vielleicht nicht solltest, weil du das Wort Highschool mit einem T schreibst. Sich betrinken? Okay, herzlichen Glückwunsch. Und sich mit irgendjemandem anfreunden? Make a best friends. Einen beste Freunde. Plural. Also von den Videoerstellern jetzt, ja? Ehrliche Frage. Wer hat das geschrieben? Wer hat das abgenickt und hat gesagt, ja, also ihr habt jetzt 3 Punkte geschrieben, 2 davon haben Rechtschreibfehler. Aber kein Ding, lass mal durchgehen.
Es ist nicht mal schwer zu fixen. Legit, alles, was ihr machen müsst, ist mit so einer Farbpipette weiß nehmen und dann hier drüber malen. Als erstes ging ich zu meiner Mutter und sagte ihr, Mom, ich hab dich lieb, aber keine Regeln mehr. Keine Jetzt Regeln mehr. Werde ich wählen, was gut für mich ist. Du wirkst richtig durchsetzungsfähig. God damn. Ich konnte sehen, dass sie weinen wollte, also erwartete ich nicht einmal eine Antwort von ihr. Als nächstes verließ ich die Schule. Ich ging zum Direktor und sagte, dass aber heute wie willst du beste Freunde finden, wenn du nicht mehr in der Schule bist? Ich bin nicht mehr in der Schule. Was meint ihr, wie viele Freunde habe ich gefunden, seitdem ich nicht mehr in der Schule bin? Ja, yeah. Ne? Merkt ja selber. Der Schultag sei. Und weißt du was? Achso, ich dachte schon, der genau das ist passiert. Einfach Mom verstand mich. Sie ging sogar in die Schule, um unserem dummen Direktor noch einmal zu erklären, dass und ich meine letzten Jahre so Direktor. Verbringen konnte, wie ich wollte. Also so. Nahm sie die Dokumente und befreite mich von der Schule. Als wir nach Hause kamen, brach meine Mutter in Tränen aus. Ich versuchte, sie zu beruhigen. Ich sagte, komm schon, Mom. Komm Bildung schon, ist nicht so wichtig. Ich außerdem bin ich eh ich fast... Ich will eh nie einen Job finden. ...schon tot. Die Schule wird mich nicht retten. Gibt nichts, was eine Mutter, die weint, mehr aufbaut, als eine Tochter, die kommt und sagt, hey, komm schon, Mom. Ich bin doch eh schon fast tot. Es kommt, wie es kommen muss. Ich lachte und sie weinte. Wahrscheinlich, weil Erwachsene das Leben viel ernster nehmen als wir. Oder vielleicht, warum, weil die Tochter stirbt. Warum, als sie überhaupt erwachsen werden? Und während alle in der Schule saßen und verfaulten, blieb ich bis spät in die Nacht wach. Als ich aufwachte, war es bereits dunkel. Ich ging in die Küche und fand dort meine Mutter. Sie hatte sich bereits ein paar Flaschen Wein eingeschenkt und war nun dabei, auf Whisky umzusteigen. Ich schnappte mir ein Glas und stellte es auf den Tisch. Meine Mutter schenkte mir mit einem Lächeln Whisky ein. Wir stießen an. Ih, was war das denn? Ein leeres Glas? Ich hatte Glas? Zum ersten Mal in meinem Leben Alkohol probiert. Und ich mochte ihn ganz und gar nicht. Mama lächelte zum ersten Mal seit langer Zeit wieder. Wir lachten zusammen. Zum ersten Mal lernte ich meine Mutter richtig kennen. Wir sprachen über alles. Wie sie früher die Schule geschwänzt hatte, ihre erste Liebe und ihrem ersten gebrochenen Herzen. Das sie sprach über meinen süß. Vater okay, und ich mich nicht lustig wie er uns machen. Verlassen hatte. Wir lachten, dann weinten wir, dann lachten wir wieder und so weiter, bis die Sonne durch unser Fenster schaute. Dann sagte Mom die besten Worte, die sie je zu mir gesagt hatte. Sie sagte, ich weiß, was du brauchst. Okay, am nächsten was braucht Tag sie? Brachte mir meine Mutter etwas medizinisches Marihuana. Das ist nur auf Rezept erhältlich. Okay. Wir weinten nie wieder. Wir weinten nie wieder, weil ab jetzt waren wir immer high. Was? Wie kann das der Plot dieser Geschichte sein? Wir Warum redet alles sie nicht zurück mehr? Zurück und flogen zum Meer. Wir begannen zu leben, als ob der nächste Tag unser letzter sein würde. Das Ding ist, warum für haben die wir Tochter macht es ja Sinn, aber die Mutter hat doch einen Job und die stirbt doch nicht. Die hat danach einfach kein Geld mehr und wird gefeuert, hat keinen Job, kann ihr Haus nicht mehr bezahlen. Cool. Nicht schon früher so gelebt. Warum? Warum kann man nicht einfach immer so leben? Ich meine, die Menschen leben wirklich so, als würden sie ewig leben. Es war die beste Zeit meines Lebens. 100 Jahre ich habe sogar meine Krankheit vergessen. Aber trotzdem manifestierte sich die Krankheit immer mehr. Und ich musste die Behandlung fortsetzen. Mom überbrachte mir eine gute Nachricht. Die Make-A-Wish-Stiftung. Eine Stiftung, die jeden Wunsch eines unheilbar kranken Kindes erfüllte. Ja. Aber nur bis zum Alter von 18. Ah, okay. Kannst du dir das vorstellen? Ich könnte mir alles wünschen. Sie arrangieren sogar Treffen mit Prominenten. Ich könnte Billie Eilish treffen. Aber ich habe das Einfachste gewählt. Ich bat sie um einen Hund. Ich hatte noch nie einen Hund gehabt. Das ist so selfish. Du kannst doch nicht einen Hund... Also... Oh, die arme Mutter. Die Mutter hat einen Hund, den sie nicht wollte. Die Mutter hat kein Geld mehr, weil die ganze Zeit mit ihrer Tochter 500 Jahre in Urlaub fährt. Die Mutter verliert ihren Job. Die Mutter ist das wahre Opfer hier. Ja, gib mir einen Hund. Von diesem Tag an hatte ich einen kleinen Freund. Wir nannten ihn nach meinem Vater. Ihr könnt euch da nicht einfach Schließlich liebte er es, wie mein Vater vor meiner Mutter und mir wegzulaufen. Alter. Schließlich liebte er es, wie mein Vater von meiner Mutter und mir wegzulaufen. Okay. Du sagst mir, dass ich meinen 18. Geburtstag nicht erleben würde. Und ich bin froh, dass sie sich geirrt haben.
Warum? Ich weiß nicht, wie lange ich noch die Sonnenuntergänge und Sonnenaufgänge genießen kann. Meine gesundheitlichen Probleme machen sich bereits bemerkbar. Manchmal kann ich mich nicht mehr richtig bewegen. Ich werde schnell müde. Das ist nicht gut. Aber ich lebe weiter. Egal, was passiert. Ich möchte so lange leben, wie mir noch bleibt. Sam und Mom sind meine besten Freunde. Ich hoffe, dass viele Menschen meine Geschichte sehen und dass ich sie inspirieren kann. Niemals aufgeben. Übrigens, ich bin Caroline. Ach, das sagst du jetzt? Und das war meine Geschichte. Alles klar, Caroline. Gut, liebe Freunde der Nacht, das war's mit dem heutigen Video. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst gerne den Daumen hoch da. Wenn, ihr könnt ja mal schreiben, was würdet ihr euch wünschen, wenn ihr in so einer Make-A-Wish Foundation wäre. Also hoffen wir einfach mal, niemand von euch stirbt, ne? Aber nehmen wir mal an, ihr hättet trotzdem einen Wunsch frei. Was würdet ihr euch wünschen? Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Hier ist der Top-Kommentar aus dem letzten Video. Herzlichen Glückwunsch und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.